Wolf GW950M hat sich definitiv mit der Falschen angelegt. Nachdem der Wolf mit diesem kryptischen Namen das Lieblingspony von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gerissen hatte, da wurde er zum Abschuss freigegeben. Seit 1990 wurden gerade einmal 10 Wölfe in Deutschland für den Abschuss freigegeben. 7 davon allein in Niedersachsen. Denn Wölfe sind streng geschützt. Nur wenn alle anderen Maßnahmen, wie zum Beispiel Spezialzäune, scheitern, dann kann es ihnen auch durchaus an den Kragen gehen. Immer häufiger zeigen sich nämlich auch solche Bilder, Wölfe, die nahe den Dörfern nach S-Bahn suchen. Wenn ihr mich fragt, bisschen creepy ist das schon. Und das spiegelt sich auch in der Zahl der illegalen Abschüsse. Die ist mit 83 wesentlich höher. Und auch die Nutztierhalter sind beunruhigt. In Sachsen hat sich die Zahl der gerissenen Nutztiere nahezu verzehnfacht, von 56 auf 555. Der Wolf ist zurück. Ein Erfolg für den Naturschutz. Aber sollte man die Wolfspopulation eindämmen?